Hey Leute, willkommen zurück zu Goblin Auto Club Manager. Es sind hier 33 Grad aufwärts und ich nehme Video auf. Mal gucken, vielleicht wird das heute dann doch ein bisschen kürzer. Mal schauen, bevor mein Hirn komplett schmilzt. Wir befinden uns jetzt schon auf Rang 9. Also, ja, 2930, wir gucken mal ganz kurz. 3400 knapp. Da ist noch ein bisschen Luft nach oben auf jeden Fall. Und wir haben jetzt hier noch ein Rennen bis zur nächsten Meisterschaft. 5.000, 13.000, das sieht doch schon wieder sehr gut aus. Und auch so von der Konkurrenz, also von den Rängen, sieht es halt auch ziemlich gut aus. Dann können wir nämlich auch wieder die Maschine nehmen. Und dann sollte die Maschine auch wieder regeln. 10 Runden, ja, gucken wir mal. Gleiches Spielchen wie immer, am Anfang so ein bisschen Turbo rein. Wobbly Python. Ja. Alles klar. Wir müssen das eigentlich nur richtig mitten Boxenstopp timen. Ansonsten sollten wir das doch hinbekommen. Der zweite ist halt auch ein bisschen fix unterwegs, aber das geht eigentlich alles noch. Ah, das hat er schon dran beigezogen. Okay, das ist jetzt ein bisschen blöd. Weil da hängen wir schon ein bisschen hinterher. Wow, der zieht jetzt aber ganz schön weg. Was ist denn da los? Oh, komm schon. Nein. Nein. Was ist das denn? Nicht so. Oh, das ist ja schon wieder ein super Start. Oh Gott. Ja, dritter. Okay. Wir kriegen immerhin Geld. Wir verlieren zwar Punkte. Aber wir kriegen Geld. So. Und ich werde jetzt noch kein neues Setup bauen, weil eigentlich geht das noch. Das ging auch noch. Also wir wären auf jeden Fall Zweiter geworden. Der Erste ist zwar ein bisschen vorneweg gekommen. Hat sich so ein bisschen abgesetzt. Aber der Rest war eigentlich ganz okay. Und Disco Dungeon, da nehmen wir das natürlich nicht für, sondern das hat jetzt bisher noch nicht so gut funktioniert. Und ich glaube, wenn, ich weiß nicht, wie ich das am besten mache. Also wenn ich das nochmal auf schwer spiele, wenn ich es nicht auf schwer spiele, würde ich halt sagen, ich probiere mal jedes Fahrzeug hier so aus und baue das so zusammen, dass halt die Strecken am besten zur Geltung kommen. Ansonsten, was ist das bitte für ein Fahrzeug? Gut, wir brauchen Bodenhaftung. Auf jeden Fall. So. Das ist auch gar nicht mal so verkehrt. Da verlieren wir ein bisschen, aber da gewinnen wir auch Bremskraft. Ganz ehrlich, ich bastel jetzt hier mal so ein bisschen rum. Ich würde mal das ausprobieren, weil was zur Hölle. So. Und das ist eigentlich ganz gut. Dann würde ich doch eher sagen, wir gucken mal, dass wir noch auf mehr Leistung kommen. Und dass wir halt nichts mehr hier an Bodenhaftung verlieren. Weil 40 Bodenhaftung ist eigentlich schon okay, gibt es denn hier noch irgendeinen Fahrer, bei dem wir keine Bodenhaftung verlieren, aber irgendwie noch was anderes besser wird? Das wäre halt auch noch okay, oder? Ich würde schon fast sagen, das wäre auch noch okay. Dann würden wir dich halt nehmen. Dann haben wir mehr Leistung. Ich kriege halt beides nicht so hoch. Okay, mehr Leistung, dann würden wir halt noch mehr verlieren. Das ist halt schon, 33 ist vielleicht, na, weiß ich nicht, doch ein bisschen wenig. Wir gucken einfach mal. Da kriegen wir, Kurvenleistung geht halt runter. Offroad geht halt ein bisschen hoch, aber das ist auch alles nicht so der Wahnsinn. Ja gut, das ist halt nur minimal. Also das würde ich auf jeden Fall nicht tauschen. Nee, was haben wir denn hier noch so? Von den Reifen her, okay, ja. Also wir haben auch sehr wenig Rollwiderstand. Beschleunigung wäre, glaube ich, auch nicht so verkehrt. Deswegen, wir können ja mal gucken, ob wir vielleicht da noch irgendwas. Da verlieren wir viel zu viel. Das geht überhaupt nicht. Das ist echt viel zu viel, was wir da verlieren. Und hier verlieren wir halt auch so viel. Das ist alles auch nicht so der Wahnsinn. Das ist halt auch nicht so toll.
Ich bin da jetzt nicht so begeistert von. Das ist halt auch alles nicht so wirklich brauchbar. Wir könnten vielleicht noch mal schauen, dass wir eventuell das ein bisschen noch erhöhen. Aber der Tausch ist halt bei den ganzen Sachen auch nicht so wirklich... nicht so wirklich gut. Also wir haben einen ganz guten Wendekreis. Wir haben auch Bodenhaftung, ist glaube ich auch noch okay. Leistung ist jetzt auch ganz gut. Das Gewicht ist halt sehr niedrig. Und wir haben sehr hohe Bremskraft. Luftwiderstand und Rollwiderstand hängen so ein bisschen hinterher. Ich würde das jetzt einfach mal hier unter Glatt und Kurven speichern. Und dann gucken wir mal, wie sich das hier so schlägt. Es sind halt natürlich Disco Dungeon eine Menge Kurven. Das hat ja gedauert. Was zur Hölle? Was macht der da? Also so schlecht sind die Werte jetzt eigentlich nicht. Fährt halt auch sehr vorsichtig. Also es kann ja jetzt eigentlich nur am Fahrer liegen. Okay, das Experiment ist dann wohl eher fehlgeschlagen. Wir müssen dann gleich auch schon mal ganz kurz in die Box. Wenn die anderen fahren, können wir auch fahren. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Ha, also momentan ist halt wirklich das Problem, für Disco Dungeon hier ein vernünftiges Setup zu finden. Also wir bräuchten halt natürlich schon Glätte, wir bräuchten halt auch Wendekreis. Vielleicht sollte ich dann doch auf weniger auf Leistung gehen. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt bis zum Ende durch. Wir sind eh letzter. Das macht dann auch keinen großen Unterschied mehr. Okay, das ist wirklich... das lief jetzt nicht so gut. Aber okay, ne? Jetzt ist auf jeden Fall die Konkurrenz auch sehr, sehr viel stärker. Das heißt, wir sind jetzt auch direkt raus. Und wer gewinnt? Tiny Frogs. Das sieht auch total experimentell aus. Gut. Dann können wir weitermachen. Und wir haben hier wieder ein paar interessante Strecken, beziehungsweise vor allen Dingen eine interessante Strecke. Weil da gibt es dann knapp 12.000 für und wir können hier wieder Offroad fahren und sollten das eigentlich auch gewinnen können. Es kommt halt drauf an. Wenn es blöd läuft, so mit Crashes, dann eher nicht so. Sind halt auch nur 6 Runden. Das dürfte für uns auch wesentlich besser laufen, was so Boxenstopps angeht. So, Turbo macht er jetzt schon aus. Wir kommen halt nicht drumherum. Aber ich spekuliere jetzt einfach darauf, dass sie sich nicht dran vorbeischieben, sondern dass sie gleich mal in die Box müssen. Genau, dann haben wir jetzt nämlich schon wieder ein bisschen Abstand. Und wir können durchaus noch ein paar Runden fahren. Vielleicht können wir das auch... ja, bis Runde 6. Könnte vielleicht sogar funktionieren. Wird aber auch knapp. Aber wenn ich das halt auch so mache, kann ich halt den Turbo überhaupt nicht benutzen. Das geht halt gar nicht. Ja, okay, wenn er das einfach so runterfährt, dann ist das halt kein Thema. Die müssen dann nochmal in die Box, allein dadurch kriegen wir einen gewissen Abstand. Das reicht sogar. Okay. Das war wieder easy. Aber ich muss halt echt nochmal gucken, wie wir das mit glatten Strecken machen oder auf glatten Strecken. So, dann hätten wir hier nochmal sowas mit glatt. Oder wir nehmen hier Goblin City. Das ist natürlich sehr viel teurer. Ich würde dann doch das nehmen und dann können wir hier Kurven einfach mal laden. Und der Clown wird das schon regeln, hoffentlich. Wir haben wieder Turbo rein, starten auf der 2. Mal gucken. Die crashen, das war schon mal gut.
Da sind wir jetzt leider nicht dran vorbeigekommen. Der ist jetzt ein bisschen nach rechts ausgeschert, was jetzt auch nicht so toll war. Das sind halt 9 Runden. Ja, das war jetzt auch nicht so toll. Gut, Turbo mache ich jetzt aus. Wir sind aber am ersten dran. Das sind halt 9 Runden. Der dritte muss in die Box. Wir müssen halt auch bald mal in die Box. Aber da konnte man dran vorbeifahren. Das ist super. Dann fahren wir jetzt auf jeden Fall noch eine Runde. Und hoffen mal, dass er gleich auch in die Box muss. Beziehungsweise wir können eigentlich, glaube ich, noch eine Runde dranhängen. Das müsste eigentlich auch noch gehen. Also wenn es keinen Crash gibt. Wenn es einen Crash gibt, haben wir wirklich ein Problem. Das ist halt auch immer dann die Frage. Macht man das oder macht man das nicht? So, 4 von 9. Also wir könnten halt noch eine Runde fahren. Aber dann würde ich halt auf jeden Fall schon in die Box fahren wollen. Weil das wird langsam ein bisschen schwierig. Er kommt halt auch nicht ran. Wenn er jetzt rankommen würde, würde ich sagen, okay, wir fahren schon früher in die Box, weil sonst gibt das dann irgendwie noch einen Crash. Aber so ist das eigentlich ganz okay. Er muss jetzt auch in die Box, da hatte ich ja sowieso eigentlich drauf gewartet. Und dann können wir jetzt das bis zum Ende einfach runterfahren, würde ich sagen. Ich denke noch drüber nach, warum das eben so ein bisschen blöd lief. Ich glaube wirklich, der Fahrer ist so, fährt ein bisschen zu passiv. Also wenn er aggressiver, wenn wir einen Fahrer hätten, der aggressiver fährt, wird das vielleicht sogar eher funktionieren. Vielleicht tausche ich auch mal nur den Fahrer aus. Und suche mir einen, der dann aggressiver fährt. Wobei generell diese Strecken, die glatt sind, die haben halt auch schon so ein paar Kurven. Also Wendekreis wäre da wahrscheinlich auch schon recht wichtig. Oh, das ist, die würde ich eigentlich auch gerne mal fahren. Weil die ist ja 0815. Das ist aber auch ganz nett hier. Dann würden wir nämlich jetzt das hier nehmen. Und da haben wir eine ganze Menge Leistung. Das ist halt noch ein bisschen so das Problem. So Luftwiderstand und Rollwiderstand noch zusätzlich hochbekommen, wäre schon super. Glatt und Offroad brauchen wir dafür eigentlich nicht. Wendekreis ist mit 28, ja, ist noch die Turbo ist auch nicht so verkehrt. Aber das müsste dann eigentlich auch eigentlich, ja, passen. Kart Race Family Fun. Ja, sehe ich auch so. Mit dem brennenden Reifenberg da. Das ist doch mal Familienspaß. Okay, das ist mal wieder gesehen. Diese Situation, wo man dann so ausgebremst wird und kurz steht, dann kriegen die anderen immer weiter einen Vorsprung. Er fährt jetzt sogar da außen vorbei, aber er kommt halt auch nicht dran vorbei. Am Gabelstapler. Und der bremst uns jetzt hier auch immer so ein bisschen aus. Ja, das sieht nicht gut aus. Da konnten wir jetzt dran vorbeifahren, aber das wird jetzt auch nicht so viel bringen, weil wir müssen dann eh wahrscheinlich wieder in eine Box. Wobei, das bringt eigentlich schon was, weil dann haben wir den nicht mehr vor uns. Und der bremst uns auch nicht mehr aus. So, eine Runde fahren wir noch. Dann geht's in die Box, dann haben wir die Hälfte und dann würde ich bis zum Ende das auf jeden Fall schon durchziehen. Wenn es keinen Crash gibt. Da haben wir gar nicht mal so viel verloren. Gut, der muss in die Box. Aber zwei, selbst auf den zweiten zu kommen, wird, glaube ich, schon ein bisschen... wird schwierig. Weil wir kommen halt nicht ran. Er kommt jetzt... er kommt schon ein bisschen weg. Könnte jetzt einfach sagen, hier ziehen wir nochmal Turbo, dann sind wir auf der 2. Jetzt müssen wir nur noch vorne bleiben, dann werden wir zumindest Zweiter. So, Turbo. Oh, das gibt es nicht. Das ist ja Schweinerei. Das gibt es nicht. Da hat er uns gecrashed und uns damit so verlangsamt und dann konnte er weiterfahren. Das ist ja eine miese Nummer. Gut, das gibt jetzt auch nicht so viel, aber das ist schon machbar. Gibt halt keine Punkte, aber 6.000 oder 5.000. Obwohl, nee.
Nee, dann nehme ich lieber Punkte dafür. Also ich würde schon so an die 10.000 gerne 1,6 kosten. Ja, das ist auch super. Hier gegen den... Ja, nee, das skippen wir. Ich muss jetzt auch keine Rennen fahren, bei denen ich eigentlich schon davon ausgehen kann, dass wir die verlieren. Das ist eigentlich ganz okay, auch hier so von der Konkurrenz. Dann können wir hier auch wieder Offroad nehmen. Das war auch schon wieder kein so guter Start. Ich habe jetzt hier noch ein Turbo, das sind aber auch 15 Runden. Das wird halt auch ein bisschen schwierig. Das könnte aber noch gut werden. Also wenn die halt Pech haben mit dem Zug, ist es halt gut für uns. Auf der anderen Seite, wir sind jetzt Dritter. Jetzt Vierter. Kann da, glaube ich, auch nicht mehr so viel schief gehen. Wir fahren jetzt schon mal in eine Box. So, ich wollte das nämlich jetzt eigentlich so ein bisschen mit dem Zug da... Time. Gut, da musst du nämlich auch in die Box und wir können vielleicht, ja, wir kommen sogar dran vorbei. Das Blöde ist nur, der Erste hat schon wieder so viel Vorsprung. Der müsste halt eigentlich mehr, das ist jetzt wieder ein bisschen blöd gewesen. Ja, jetzt hatten wir wieder Pech. Ich mag die Strecke eigentlich nicht. Ich mag die absolut nicht, weil das so glücksabhängig ist. Wir müssen halt eigentlich nochmal, es kommt drauf an, wenn wir nicht mehr crashen, ich würde halt gerne Zweiter bleiben, aber das wird wohl nichts. Ja, nee, okay. Dritter, auch nicht so optimal. 28 Punkte verloren. Das geht momentan in die falsche Richtung, aber wir kriegen Geld. 16.000, ja genau, gegen hier Nummer 1. Das, aber der Zweite kriegt auch schon knapp 8.000 bzw. 7.000, wenn wir die Kosten abziehen. Das würde ich dann halt schon nehmen und dann probieren wir das einfach mal. Wäre natürlich super gewesen, wenn wir auf der 1 starten würden. Ja, das war semi-optimal. Das Ende war, oh Gott. Ja, das sieht schon gut aus. Auf jeden Fall, wir müssen direkt in die Box. Weil das ist mir dann doch ein bisschen zu wenig. Und die sind auch zu nah dran. Ja, die können da ruhig nochmal crashen. Von mir aus. Dann fahren wir direkt weiter. Das Problem ist halt wieder, das hat jetzt so viel Zeit gekostet, dass sich der Erste ein bisschen absetzen konnte. Und da jetzt ranzukommen, das ist halt immer dasselbe Problem. Weil eigentlich passiert da nichts mehr. Also der crasht nicht mehr in den meisten Fällen. Der muss vielleicht nochmal in eine Box, aber dadurch, dass der Vorsprung so groß ist, kommen wir halt auch nicht mehr ran. Wir müssen halt wirklich schnelleres Fahrzeug haben, damit das noch was wird. Oder ist es die Frage, ja, mit dem Setup, was er da hat, könnte es sein, dass er gleich nochmal in die Box muss. Dann würde ich halt schon sagen, wir probieren das einfach, dass wir jetzt bis zum Ende durchziehen. Wobei, das ist halt die Frage. Ja, wenn wir jetzt natürlich nochmal crashen, dann haben wir ein Problem. Die nerven uns aber echt ganz schön hier. Oh mein Gott, ja genau. Ganz genau, das meinte ich. Jetzt fahr nicht dran vorbei. Ah, Dritter. Ja, 4.000. War jetzt nicht so cool. Aber okay. So, 8.000. Ich würde jetzt einfach nochmal schauen. Dann gucken wir, dann nehmen wir nochmal die Strecke. Aber ich guck mal, ob wir hier vielleicht nicht noch doch was ändern können. Wir brauchen auf jeden Fall... Wir brauchen auf jeden Fall Offroad. Und das ist halt dafür wirklich momentan am besten. Da würden wir ein bisschen was verlieren.
Da würden wir halt echt eine Menge verlieren. Was so die Fahrer angeht, da würden wir noch ein bisschen besseren Offroad-Wert bekommen. Das hier war Bremsen. Wer braucht schon Bremsen? Aber besser geht's halt auch gerade irgendwie nicht. Ich könnte mich noch mehr spezialisieren und sagen, okay, ich gehe jetzt noch mehr auf Offroad, aber dann verliere ich eigentlich schon zu viel in anderen Werten. Das ist halt auch alles nicht so toll. Da würden wir eine Menge gewinnen, aber wir verlieren halt so viel Leistung. Das geht halt auch nicht. Wir werden auf jeden Fall gleich noch mal ein bisschen was kaufen. Ja, obwohl, ja, die zwei Werte da unten, die sind halt schon so niedrig. Da will ich jetzt eigentlich auch nichts mehr verlieren. Das ist alles irgendwie keine Option so richtig. Wir könnten vielleicht den Teddy nehmen. Ich würde vielleicht mal den Teddy nehmen. So, dann können wir das nämlich nochmal, Moment, ganz kurz hier unter Offroad speichern. Und dann probieren wir das jetzt mal mit dem Teddy. Das Gute ist, wir starten auf der 1. Aber er fährt jetzt außen. Ja, okay, das war jetzt nicht so gut. Da war kein Zug. Da hätte er einfach die Abkürzung nehmen können. Hat er jetzt nicht gemacht. Jetzt war es die richtige Entscheidung. Das war jetzt wichtig. Oh, das war super wichtig, dass sie in den Zug reingefahren sind. Ich würde halt vielleicht sagen, jetzt, oh Gottes Willen, Hilfe. Nein. Ja, genau aus dem Grund mag ich die Strecke nicht. Genau deswegen mag ich die Strecke nicht. Das muss nur einmal richtig doof laufen. Und dann ist man Vierter. Yay. Gut, dann werden wir jetzt hier nochmal ein bisschen was kaufen. Weil wir haben ja eigentlich genug. Flower Pot. Ja, damit werde ich wahrscheinlich nur gewinnen. Aber heute geht es nicht so richtig vorwärts. Mal abgesehen davon, dass wir halt schon noch Geld verdienen. Pluto Rover, ja genau. Offroad. Ja, das ist eigentlich ganz gut. Oh, die Reifen, die gefallen mir. Police, okay. Das wird jetzt schon ein bisschen Retro-Mation, ja. Das holen wir uns. Das holen wir uns. Und dann haben wir jetzt noch, dich kaufen wir auch schon. Und hier haben wir halt auch Offroad. Ich würde die dann direkt auch schon mal kaufen. Und dann will ich jetzt noch mal ganz kurz gucken, wie wir denn noch Offroad verändern können. Also, wir brauchen das. Das ist dafür am besten, ist klar. Dann haben wir hier... Ich könnte ihn vielleicht noch nehmen. Ihn jetzt eher nicht so. Ich würde vielleicht sagen, dann nehmen wir Gams und der hat auch ein super Lächeln. Da kriegen wir das noch auf Maximum. Ja, aber es ist trotzdem, verlieren wir Gewicht und noch ein paar andere Werte. Das ist halt alles ein bisschen blöd und da verlieren wir auch zu viel. Ich würde vielleicht dann einfach nochmal den Fahrer austauschen, weil wir haben jetzt hier schon Offroad 43. 50 ist das Maximum. Das ist eigentlich, glaube ich, schon in Ordnung. Wobei, das wäre vielleicht auch noch okay. Verlieren wir aber noch mehr Luftwiderstand.
Dann müssen wir eventuell noch mal schauen, dass wir irgendwie was anderes dann nehmen. Aber man kriegt es halt auch nicht hin. Also irgendwas auf Maximalwert zu kriegen, ist halt echt schwierig. Weil dann hat man teilweise so Werte, die sind bei anderen Sachen echt ziemlich, ziemlich niedrig. Ich würde das vielleicht mal so probieren. Die Werte sind halt echt schlecht. Aber man muss halt mal ein bisschen rumprobieren. So, wir speichern das mal unter Offroad. Und dann würde ich sagen, gucken wir noch mal ganz kurz, was haben wir denn hier? 8000, 9000. Ich würde trotzdem erstmal die Strecke noch nehmen, um einfach mal zu gucken, wie sich das hier so schlägt. Es sind halt auch nur 6 Runden. So, jetzt machen wir ein Turbo aus. Dann warten wir mal, wie sich das entwickelt und eventuell werde ich dann bei Runde 3 oder 4 doch mal ganz kurz in die Box fahren. Und jetzt klingelt das Telefon. Aber ich kann jetzt nicht, so. So, 3 von 6, dann haben wir 4 von 6 und ja, die 2 ist halt schon sehr nah dran. Ich fahre trotzdem in die Box, weil das wird mir dann ein bisschen zu knapp. So. Dann haben wir 5 von 6. Dann haben wir 6 von 6 und das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Dann würde ich vielleicht sogar sagen, wir hauen da gleich nochmal ein Turbo rein. So. Und dann sollten wir das... Das lief doch echt ganz gut. Dafür, dass die anderen Werte so schlecht waren, lief das doch echt ganz gut. Aber der eine Wert war halt ziemlich hoch. Oder halt auf Maximum. Gut, dann machen wir nächstes Mal weiter. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.